Hey ihr Technik-Freaks, willkommen zurück zu Pamela. Es geht weiter. So, ich habe ja schon gemerkt, so neben Last of Us ist das Projekt gerade nicht unbedingt ein, ja, sehr groß auffälliges. Oh, sind das Füße. Aber trotzdem würde ich es gerne weiterspielen, weil ich habe sehr viel Bock darauf. Your current location is Arc Medical. Just outside the Cryo Rehabilitation Clinic. Keep moving. I need you to make it to the upper floor. Du bist hungrig. Warum bin ich schon wieder hungrig? Ich hab doch... Okay. Ich dachte eigentlich, ich hätte jetzt genug gegessen letztes Mal. Und getrunken. Ist das was? Eine Wassertasse. Water Cup. Achtet übrigens mal drauf, wie viel es noch hier gibt. Von den ganzen Textaufnahmen. When they speak, the pace of each syllable takes many cycles of time. I often use the excess time reworking algorithms or communicating with Eden subsystems. Okay, 156 gibt es insgesamt von diesen Dingern da, von den Textaufnahmen von Pamela. Oder auch noch ein bisschen Lachs. Okay. Das ist doch schon richtig, oder? Ja. Und hier haben wir das und das hier. Ach hier. Sehr gut. Hoppala. Ich muss mir mal angewöhnen, die richtigen Tasten zu drücken. Medihypo, gut. Es müsste eine Taste geben für alles aufnehmen und dann gleichzeitig wieder schließen, den Behälter. Oh, noch ein bisschen Lachs. Also hier, das, wenn ich alles aufnehme, das ist dann sofort... zugeht. Das fände ich schon ein bisschen besser. Ja, ich brauche da ein bisschen Lebensenergie gerade. Kann man die essen? Food. Was ist das? Orange Juice. Wenn man gleich sehen würde, was einem fehlt. Aber trinken muss ich auf jeden Fall was. Und hier Adrenaline Hypo, Medi Hypo, Adrenaline Hypo. Und das ist nochmal Supra Hypo, Fatigue und Health. Aha. Das ist Boost Stamina. So, was haben wir denn hier? Alles 100, also 100 Punkte alles. Ja gut. Gibt's hier noch was? Die haben wir jetzt alle untersucht. Man muss sich halt erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, an das Interface und alles und was man hier so sieht und was man aufheben kann. Wie man sich hier in der Umgebung am besten bewegt, weil am Anfang ist es alles wohl, denke ich, ein bisschen schwerer. Was ist das denn? Spinach Seed Pack, also Spinatsamen. Was haben wir denn hier? Enhanced Temporal Formula. Official Research Document, Confidential. Following the recent analysis of emotional trends and stress factors, it has been decided to further improve the current Temporal Formula. In order to achieve this, both Arc Medical and Biosdera are currently collaborating. Seeing as the formula was originally invented in the early 2200s, this will mark over 3 decades since the original invention and introduction. Bla bla bla. Also es ist halt einfach nur so eine Formel, die entwickelt wurde. Und ist jetzt schon seit 3 Jahrzehnten in der Erforschung. Ja, okay. Temporell, so heißt das Zeug. Es ist 0.39 Uhr übrigens. Oh, kann ich die alle öffnen? Was haben wir denn hier? Nutra Drink, Plastik und Lachs. Oha. Morphin, Adhesive. Da ist nichts drin. Plastik? Nee, Stahl. Okay. So viel Zeug. Und noch was zu trinken. Apfelsaft und Glas. Was gut ist, die Crafting-Materialien, die werden einfach so aufgehoben. Die hat man dann irgendwo rumliegen. Die Wassertasse, die kann ich dann mal nach oben. Es ist krass, dass man so schnell wieder trinken muss und essen muss. Oh. Aha. Warte mal, das war der Assist. Permits random chance to arm to absorb expand energy.
Und das, die Spinatsamen, wo kann ich, was kann ich damit anfangen? Die zu proper Hydroponics Farm and Fertilizer to Grow. Also ich kann das anpflanzen. Ach hier, da haben wir jetzt CC01. Das ist das Zeug wohl. Und noch ein bisschen Lachs. Mission completed Scavenger. Oh Mann, wie sie aussieht. Die ganzen Toten. Boah, ich habe schon wieder Hunger und Durst so viel. Das gibt's doch gar nicht. Ist hier irgendwo was? Das Geräusch wieder blub. Keine Ahnung. Oh. Flachs. Was ist das denn schon wieder? Flachs ist medical. The archetypal drug of Nirvana. Mysterious in its origin. It increases agility and cloud for a time before inducing withdrawal. Also ja, damit kann man sein Adrenalin erhöhen. Seine Ausdauer wahrscheinlich für eine gewisse Zeit. The water cup. Da geht's runter. Severe Outbreak. Tja, schon wieder nichts. Dudut. Nichts. Ach, die Tür ist zu, ha? Das sieht man so schlecht, das Glas ist so sauber. Kann da nicht mal so ein bisschen Blut dran oder so? Ah ja, guck mal, hier ist der Strom wahrscheinlich. Power Stations and Breakers. Power Stations are located within each district and can be used to request power from Eden Central Reserve, which replenishes over time. Power Breakers can be found within each district and allow the power to be toggled between three states that consume different amounts of energy, on, off and emergency. Power level will default to off if the level reaches zero. Many objects in the world require the power to be on or emergency to be used, such as store kiosks. Also, man hat drei Energiestadien, also einmal an, aus und Notfall, Shutdown, okay. Ja, wir können aber gerade nichts machen hier. Mit Strom kann man nämlich zum Beispiel diese Kioske hier benutzen. So, hier ist nichts drin, ist auch nichts drin. Tasty Paste. Eine leckere Paste. Also ich muss irgendwo versuchen, diese Stromkreise wieder zu reparieren. Oh. Adrenaline Hypo Plus. Ich habe auch bald keinen Platz mehr übrigens. Originally, Jacob would converse with me every day. Even insisting on being called my creator. I only understood the concept years later. So, ich hab immer noch Durst, das gibt's doch gar nicht. Wie schnell das einfach mal geht. Oh, der Aufzug. Ein bisschen Geld. Ah. Aber das und das. Easy. Also der Aufzug funktioniert wohl noch. Oh mein Gott. Was war das? Habt ihr das gehört? Dieses Rrr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 
Have a nice. Have a nice. Danke, du auch. Have a nice. So, was haben wir denn hier? Das ist das da und das da, glaube ich. Ja. Das Hacking ist so ein bisschen komisch. Aber ich finde das hier viel einfacher als das Reaktionsmäßige. Oh, was haben wir hier? Ein Schaltkreis. Gut, dass das halt keine Plätze hier einnimmt bei meinem Inventar. Das ganze Crafting-Zeug finde ich sehr praktisch. Ist auch nichts. Was haben wir denn hier? Arc Medical Official Autopsy Report. Bla bla bla. Accidental. A patient was representing at clinic with multiple bone fractures after falling down a flight of stairs outside Origin Station. Ja, hat sich etwas gebrochen, ne? Die Person. Aber ist auch nicht sehr wichtig, die Information. Was war das eben, was hier draußen so Krach gemacht hat? Oh, Energiezelle. Es kann übrigens auch sein, dass man hier irgendwo schon was findet. So eine Waffe oder... Ja, das Problem ist halt immer nur... Find das erstmal. Das ist meistens dann halt random, wie man gesehen hat. Die ganzen Gegenstände. Ha. Na toll. Schon wieder verschlossen, die Türen da. Auch nichts drin. Oh oh. Du Ekelhafte. Das ging ja gut. Was haben wir hier? Lux, 195 sogar. Eieiei. Da ist die Creo-Klinik. Ein Seaweed-Sandwich. Nee, was? War das Seaweed oder Seaweed? Seaweed-Sandwich? Ich weiß es nicht. Oh, ich habe eine Zelle übrigens. Also ich kann entweder Manifesting as Sprite, Pamela follows the illuminations and illuminates the path for the player. Emergency pulled from Sector Power. Aha. Und Discharge. Was ist das? Area Knockback. C-Cell required level 0. Cooldown 60. Energy 400. Aha. Also next level 10 meters. Radius 50. Force. Aha. Temporary Illumination. 45 Sekunden Cooldown und... Ja, es leuchtet eben mein... Was? Level 0 von 3? Guidance. Okay, ich lasse das erstmal lieber. Ich wollte eigentlich Inventory. Warte, wo ist das Sandwich hier? Seaweed. Achso, das ist, sind Algen. Ein Algen-Sandwich. Das ist ja hochinteressant. Also die Skills hier, meine ich, die finde ich hochinteressant. Was ist das? Lemon Seed. Ah, gut. Ja, dafür habe ich leider keinen Platz mehr. Aber ich müsste eigentlich schon wieder was trinken. So. Hoppala. Jetzt habe ich keinen Platz mehr, aber ist auch nicht so schlimm. Ich muss ja immer wieder was trinken und essen. So, was ist denn die Klinik hier? Arc Medical. Wäre ganz gut, wenn ich jetzt irgendwann mal hier finden würde, wo der Stromkreis denn kaputt ist. Oh, guck mal, da liegt schon wieder was. Eine Hypo. Medical Hypo Plus. Dann werde ich mir mal erstmal so eine Medical Hypo reinpfeifen. So, was macht die denn? Gut, ist auf jeden Fall schon mal voll. Da habe ich wieder keinen Platz für. Ah, ich bräuchte mal eine Inventarerweiterung so langsam. Power Transmitter.
Oder halt hier, dieses Ciano Tube Repair Kit. Wenn ich wüsste, wo hier die Power... wo ich das reparieren kann. Irgendwo müsste ja so ein Riss in der Wand sein, wo die Kabel frei liegen. Schauen einfach mal, bevor ich jetzt irgendwie was absuche. Oha, was ist denn hier los? We are all infected. Die sind tot, tot, tot. Oh Mann. Found in Lobby. Die eine... Wie gesagt, ich muss nur rausfinden, wo diese Power-Outage ist. Wo tritt hier die Energie aus? Um es mal so zu formulieren, aber da geht es ja überall noch hoch und runter. Oha. Ist das ein Clean-Bot? Aber da war wieder so ein Vieh hier. Komm her. Häng. Wie sie zuschlagen. Ah. Was hast du denn da? Alles dabei? Ein Kabel? Eine Bandage, Lux und Glas. Okay, krass. Ich muss halt mal was wegschmeißen jetzt, glaube ich, langsam. Wenn ich halt nur Platz hätte, ne? Move, item, quick use, middle. Oh! Make sure to dodge their attacks. If you can take them down, you can probably scavenge equipment from their arm. Au! Die sind ein bisschen stärker als die andere wahrscheinlich. Au! Oh ja, die ist echt stärker. Alter Schwede, was habe ich denn? Oh, schon die Hälfte an Energie habe ich verloren. Alles klar. Was habe ich da jetzt bekommen? Plastik, Glas und Lux. Und Upgrade Cell. Okay, wie kann ich das jetzt nutzen? Eine Bandage, Sterile Package of Rerolled Gauze Bandages. Created and distributed by Arc Medical. Effectively staunches bleeding. Alles gut. Upgrade Cell. Okay, okay. Ich muss halt erstmal was finden, wo ich mich jetzt hier upgraden kann. Und Sandwich. Beside my mainframe, there is another. The deep frame. Its cold texture doesn't permit even my slightest curiosity. Kann ich dir noch gleich essen? Oh. Sehr gut. Essen wir mal den köstlichen Muffin. There's a large bridge on this floor that will take you to the gene lab. Please be careful and make your way across. Da ist alles zu mit diesen komischen Gittern oder was auch immer das ist. Wie gesagt, irgendwo muss ja auf jeder Ebene... Wenn hier auch die Emergency-Energie an ist, dann muss da irgendwo was sein, wo ich das Leck reparieren kann. Oh. Junior Capitalist bin ich. Da die hier sind so die bisschen Billo-Typen, aber dann gibt's halt die wie die Frau eben, die sind so ein bisschen krasser. Na du Billo. Oh. Huh. Was machst du? Die Drohne hat mich gerade gescannt. Ich habe keinen Bock drauf. Was ist, wenn die jetzt anfängt, auf mich zu schießen? Sehr gut. Kleber. Das ist die Brücke, von der sie eben sprach. Alles gut. So komme ich jetzt hier runter wahrscheinlich. Ach, hier! Jacob told me that humans wear clothing to stay warm and to show uniformity in position. I decided it was only fitting for me to follow suit. Na toll, was? Cyanotubes, ich habe keine Cyanotubes, ich habe nur das Repair Kit.
Tube Repair Kit, All-in-One Maintenance Kit for Use Repairing Faults in Eden's Vast Kernel-Tube Network. Na toll, und jetzt? Ah, das war's doch. Da stand aber 0 von 1, aber... Okay, das ist jetzt halt wirklich weg, das Ding. Krass. Oh, was ist das hier? Energy Cell Plus Plus sogar. Kann ich den irgendwo benutzen? Ah ja, gut. Ich habe es jetzt benutzt, aber... Bringt ja nichts, ich habe volle Energie. Nur auf Status. Nee, warte, wo war das mit dem Update? Pamela, da war's. Wir nehmen mal hier das Discharge. Upgrades. Und die packen wir hier rein. Wie benutze ich die jetzt? Working together. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie ich das jetzt benutze. nee, Keybinding. So. Use Utility, Use Force Attachment, Dorsal Attachment, Quick Heal ist 4, okay. Ha. Force Attachment? Ist es das? Ist die das jetzt? Wie benutze ich das Ding jetzt? Hier, Area Knockback. Pamela accumulates kinetic energy, then ejects in a supersonic speed, knocking down all enemies. Okay, the discharge. Aber wie benutze ich das? Ist das automatisch? Komisch. Ganz komisch. Guck mal, das ist genau, sieht genauso aus wie eine Stufe tiefer. Also ist sehr verwirrend hier alles. So, was haben wir denn? Gut, dass die Zeit echt ausreichend ist hierfür. Was ist denn das da? Und das da? Ich glaube, das hier und das hier. Ja. Oh. Cool. Gleich noch so ein Teil. Jetzt können wir auch das nächste reparieren. Warte mal, dann kann ich aber eigentlich auch die Energie wieder hier herstellen, oder? Warte mal, ich gehe mal runter. Ich gehe mal runter zu diesem Energiekasten. Und da müsste ich doch dann eigentlich einstellen können, dass nicht mehr Notfallenergie ist, sondern... Oh, da ist wieder diese Drohne. Jetzt müsste ich doch die Hauptenergie wiederherstellen können, oder nicht? Hoffentlich überfällt mich jetzt hier nichts. 37%. Ah, Arc Medical Power State has changed to full power. Nee, das... Shutdown? Minuten hält das dann noch. Oh mein Gott. Wenn ich auf Full gehe, nur noch 17 Minuten. Jetzt ist es auf Full Power. Gehen wir mal auf Emergency. 35 Minuten, ja. Wenn ich auf Shutdown gehe, dann bleibt die Zeit komplett stehen. Ich gehe mal auf Shutdown, dann kann ich den Strom hier vielleicht noch ein bisschen länger bewahren? Ich habe ja Licht. Ich meine, die Automaten, die brauche ich ja sowieso nicht. Ist da was drin? Ja. Hey, Lady. Ich kann ja nicht über die Theke springen hier. Official Research Document. David Gamma Iwe.
Toxicological Negative, any toxins, overdose, okay, das ist nur ein toxikologischer Bericht, also hat keine Drogen im Körper oder sonst was. Ah, diese Drohne, ich weiß nicht, was die macht, ich will es gar nicht rausfinden. Oh nein. Meine Güte, ich habe schon wieder so viel Durst. Es geht so schnell hier. Über die ganzen Leichen, die hier rumliegen. Oh, toll. Ich habe keinen Code für das Storage. Da ist aber auch ein Türcode. Ah ne, das ist der Aufzug. Kein Türcode, ich meine Tür. Türschalter. Hier geht's auch weiter. Bin ich denn jetzt hier eigentlich? Das ist wieder ein Apparat, wo ich einkaufen kann. Theoretisch. Da geht's rüber in die Gene Labs, okay. Ist halt sehr ruhig die ganze Zeit, oder? Bis auf die Gegner, die hier immer so rumstreuen, passiert hier gerade nicht viel. Aber vielleicht kann ich ja die ganzen Power-Outages beheben und dann habe ich hier überall Strom. Das wäre schon ziemlich knöfte. Oh, über die Toten wieder. I asked about the deep frame again, and I was told that I had been mistaken, and that no such thing exists. Jacob seemed disappointed. Der Deep Frame? Wie gesagt, ich wünschte mir das Ganze auf Deutsch. You made it. Welcome to the Gene Lab. This is the place we're going to find a cure for the city's affliction. I hope. It looks like the researchers here were partway to formulating a potential cure. But it seems like some data is missing. I found the missing piece. I'll need to ask your help again. It seems as though the lead researcher has the notes detailing the process on their personal data pad. Unfortunately, she's no longer in ARC Medical. Scanning for her ID shows she's currently located in Arcadia, the main residential space within Eden. It's not far, but it's completely overrun with afflicted. I'll need you to make your way up there, very carefully. First, exit the Gene Lab and head up the stairs on this floor to exit ARC Medical. Ich droppe das erstmal. Jetzt habe ich eine Waffe. Wie kann ich die jetzt auswählen? Gadget, Light, Armoring, Head, The combat attachment. As long as you have energy remaining, you can use it to defend yourself against the afflicted. Using your IVG, you're able to construct all types of equipment to create a safe haven. Try to construct a few shield pylons and a bed to get started. Oh, wie gut. Ja, building placing objects. Press R to equip IVG, then press T to switch to build mode. Ja. Dann sollen wir das Mausrad benutzen, um etwas Baubares aus dem Inventar auszuwählen und dann mit der mittleren Maustaste das Baubare auswählen. Und dann mit der linken Maustaste kann ich das platzieren. Sehr geil. So, was Baubares? Power Transmitter. Also den habe ich jetzt schon im Inventar. Das ist die Frage, wo soll ich das jetzt hinplatzieren? Einfach hier. Ah ja. Den habe ich jetzt nicht mehr. Was haben wir jetzt? Feudations. Ein Achievement habe ich bekommen. Interessant. Aber da fehlt noch was. Da fehlt noch eine Zelle oder was? Deactivated. Iron Core empty. Habe ich dann irgendwie eine Ionenkern oder sowas? Ne, das ist das Trinken, es ist Adrenaline Hypo. Alter, ich habe keine Ahnung. Power Transmitter hat keinen Strom.
Ja, wir haben nichts zum Bauen. Es ist echt verwirrend, muss ich sagen, aber ich denke mal, das wird. Und hier brauchen wir dann eine Ionenzelle, hat sie ja gesagt. You need a iron cell. Und dann kann ich das hier mit Strom versorgen. Aber ich habe ja auch eine Mission bekommen. Warte. Datapad. So, Journal Missions. Recover Ark's Doctor Research Notes. Research Notes from Arcadia. Optionale Mission, oha. Hack successfully 25 times. Wir haben schon was completed. Scavenger. Ah ja, seht mal, da gibt es XP für. Master of Unlocking. Hack successfully. Recycle an item for the first time. Bountiful Harvest. Harvest food from a hydroponic. Aha. Walls up, build a shield, pylon wall. Financial Planner, collect 10.000 Lux. Wine Taster, find all six types of alcohol. Use Pamela Ability for the first time. Fully expand upper part of inventory. Interessant. Nochmal ganz kurz gucken. Keybinding. So, Arm-Menü, Flashlight, Inventory, Engineering-Menü, IVG. Ach, ich habe auch ein Engineering-Menü. Gut zu wissen. Das habe ich jetzt gar nicht im Kopf gehabt. Aim-Ready Melee-Weapon oder auch Fernkampfwaffe. Punch. Jump Dodge, Interact. Equip Force Attachment, Dorsal Attachment, Utility Attachment und Quick Heal. Pamela Ability ist cool. Ah, okay. Das teste ich mal bei dem Gegner gleich. Interessant, interessant. Oh, ich kann auch rauszoomen. Sehr schön. Das wäre diese Drohne oder was auch immer. Ah. Das kann ich öffnen, sehr gut. Das ist verschlossen. Das ist das. Das ist das. Das hier. Sehr gut. Ja, das ist eher so meins als das, eher das als das andere. Auch nichts drin. Wow. Wie gesagt, ich will nicht wissen, was dabei passiert. Und ich habe so wenig Ausdauer. Was ist das denn? Ein Cryo Core. Schon wieder was Neues. Cryo Cores can be placed into Cryo Base around Eden. This will provide a single respawn at the Advanced Cryo Bay. Ah. This will also unlock the Cryo Base spawn at in new games. Was? Cryospawn in new game? Hallo. Was? Sector Power ist off. Ich kann das nicht nutzen mit dem Discharge, aber hey, guck mal. Die kommt da gar nicht raus. Rude Awakening. Blöd. Oh nein. Was willst du von mir? Ist ja auch clever, dass die da eingesperrt ist jetzt. Na toll. Nicht sehr schlau. Ach du Mistvieh. Kann ich das... Geh kaputt.
ich die Drohne zerstören? Sollte ich sie versuchen zu zerstören überhaupt? Irgendwie passiert da nichts, ha? Es passiert nichts. Oh doch, sie ist kaputt. Es gibt ein Kabel. Na gut, ist ja jetzt nichts passiert, so wirklich. Was haben wir hier? Wieder Kleber und Stahl. Ich guck mal das Engineering-Menü. Was haben wir denn hier Schönes alles? Wir können Repair-Kit, Power-Transmitter, ein Iron-Core. Da haben wir doch ein... Oh Gott. Ich kann einen Ionenkern machen. Warum mache ich das nicht gleich? Mit dem Ingenieursmenü. Dann sind wir ja cooler und stärker, als ich dachte, weil wir das alles können. Ich dachte, wir sind nur so eine Wurst am Anfang, können nichts. Aber offensichtlich können wir schon einiges. Ich hätte nur mal gucken müssen. Ich sammle ja auch die ganze Zeit schon fleißig Sachen. Ist ja echt logisch, dass da mal was bei rumkommt. So, würde ich sagen, wir bauen mal diesen Ionenkern. Wenn das jetzt einfach so geht. Iron Core, der braucht 2 Stahl, 2 Plastik, 1 Glas und 1 Adhesive. Das ist ja... Oh. Shield, Reuptake Assistant, Arc Welder. Bild. Wow. Okay. Das war ja einfach jetzt. Drop, drop. Hauen wir den mal rein, hä? Warte so, dann bauen und Iron Core. Fertig. Ha! So, der versorgt jetzt hier mit Strom oder wie? Ja, und nur? Jetzt ist er aus. User Energy, Target Durability ist voll. Activated, Iron Core. Jetzt ist er activated. Time till empty 4 Stunden 37. Interessant, was haben wir hier? Kann ich das nicht mit Strom versorgen? Scroll, select item, place, buildable, cancel, link. Ah, ich wollte schon sagen, kann ich das verschieben auch? Sehr gut. Was ist denn jetzt hier? Also ich kann es auch umplatzieren, das ist schon mal gut. Kann ich das auch wieder einpacken, das Teil? Retrieve, Move, Link. Mit was habe ich ihn jetzt linked? Ja, ich habe leider keinen Platz. Deploy. Na gut. Wie gesagt, ich musste mal ein bisschen schlau draus werden, Leute. Das werde ich jetzt offensichtlich gerade nicht. Aber ich danke euch sehr fürs Zusehen. Es würde mich freuen, wenn es weitergeht. Ich mache das jetzt halt wirklich, wirklich abhängig von dem Feedback. Wenn es auf diese Folge nicht so zufriedenstellend ist, muss ich das leider abbrechen, weil, ja, auch wenn gerade Last of Us läuft, aber das hier ist ein sehr umfangreiches Ding, denke ich. Und ja, so einfach mal durchspielen geht nicht. Nur einfach mal jeden Tag ein Part. Muss mich da ein bisschen reinfuchsen. Ich danke euch fürs Zusehen, liebe Leute. Es wäre mir eine Freude, wenn ihr mit dabei seid. Wieder nächstes Mal bei Pamela. Bis zum nächsten Mal. Und schreibt mir was Nettes und bewertet fleißig. Bis dann. Danke. Tschüss.